Wir befinden uns gerade in Zeiten, in denen alles durcheinander geworfen ist. Und Hoffnung ist wichtiger denn je. Deshalb habe ich heute ein kleines Wort der Hoffnung für euch. Ich lese etwas vor, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Einfach Gott sorgen lassen. Einfach. Es klingt schon fast zu einfach. Und ich frage mich, wenn es so einfach ist, warum machen wir es nicht häufiger? Warum geben wir unsere Sorgen nicht an Gott ab? Der Pastor Wilhelm Busch hat mal eine Geschichte erzählt zu genau dieser Stelle. Und die passt heute genauso, wie sie damals gepasst hat. Genauso wie die Worte, die Jesus spricht, in unsere heutige Zeit reinpassen wie nichts Zweites. Wilhelm Busch hat gesagt, ich erlebe rundherum, wie die Menschen hamstern. Das war die Kriegsgeneration, die dieses Wort erfunden hat. Die erfunden hat, zu hamstern. Es ging darum, alles zusammenzuraffen und ohne festes Gottvertrauen und mit ständiger Angst alles zusammenzuraffen und bei sich zu haben. Wer weiß, was passieren könnte. Und guckt man sich heute in Supermärkten um, dann fällt einem genau das Gleiche auf. Und Wilhelm Busch sagt, hamstern und Christ sein, das passt nicht zusammen. Der Christ sollte nicht sein wie der Hamster, der aus Angst und Furcht und ohne Vertrauen alles zusammenrafft, sondern der Christ, der sollte eigentlich so sein wie der Vogel, von dem Jesus spricht. Bei Wilhelm Busch ist das ein Sperling und er sagt, weniger hamstern, mehr Sperling. Und ich musste da lachen drüber, als ich das diese Woche gelesen habe, weil ich dachte, ja, so wie du es damals gesagt hast, genauso müssen wir das heute sagen. Dies sind Zeiten, in denen unser Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Wir sind gerade in einer Zeit, wo wir die Welt sehen und wir können Angst haben, wir können hamstern, wir können ständig in der Furcht leben vor allem, was da draußen ist und das Gefühl haben, uns wird gerade alles weggenommen. Oder wir können Vertrauen haben. Wir können Vertrauen haben, dass Gott heute der gleiche ist wie gestern und dass er auch morgen noch der gleiche ist. Dass er uns nicht alleine lässt, selbst in dieser Situation. Und das erlaubt uns, weniger zu hamstern und mehr zu sperlingen. Sieh diese Zeit als eine Herausforderung im Glauben zu wachsen, als Herausforderung, dein Vertrauen auch wachsen zu lassen. Und da bete ich für dich, dass du, wenn das alles vorbei ist, mit einem gestärkten Gottvertrauen, mit einem gefestigten Glauben, mit einem neuen Blick auf deinen Herrn Jesus daraus gehst.